Moin zusammen, hier ist mal wieder euer kleiner Streamkeks. Heute wieder mit den Nachrichten des Tages bzw. des Abends von gestern, wo ja Frau Birella dieses Mal tatsächlich nicht gestreamt hat. Aus Gründen, die ich euch leider nicht nennen kann. Dafür ist sie aber durch TikTok hin und her gesurft. Da ist sie dann tatsächlich auch auf einen Menschen gestoßen, den ich ja momentan kritisiere. Ne? Den ich ja nicht ganz so korrekt finde, sagen wir es mal so. Ne? Und zwar diesen Menschen hier. Den kritisiere ich tatsächlich, liebe Nandos. Ne? Ich habe ja mittlerweile ganz, ganz viele Kommentare, kriege ganz, ganz viele E-Mails auf den verschiedenen Wegen. Ja, ich werde diesen Menschen auch weiter kritisieren, solange er sich so gegenüber Menschen verhält, wie er sich verhält. Ne? Da werde ich weiter irgendwo kritisieren. Und ja, ich habe auch eine kleine Sprachstörung, aber Leute, das ist ganz einfach so. Ne? Ich spreche nicht allzu schnell und mache auch ziemlich viele Pausen. Ne? Also Nandos, bitte, ihr könnt das jeden Tag unter meine Videos schreiben. Das wird sich nicht ändern. Aber schauen wir uns doch jetzt mal rein. Und zwar hier in dieses Video, wo unser Nick Nando in seinen Ranglisten waren, wie alle TikToker, versucht irgendwo wieder in die Rangliste hineinzukommen. Das schafft er tatsächlich, ne? Auf Platz, ich glaube 20 war es dann zum Schluss. Wenn ihr euch das ganze Video anschauen wollt, ich werde es hier drunter auf jeden Fall verlinken. Ne, da könnt ihr euch dann den gesamten Stream anschauen. Es ist nicht wirklich etwas Spannendes passiert, muss man auch so sagen. Das einzig Interessante von meiner Seite aus war eigentlich dieses, was jetzt kommt. Hören wir doch mal rein. Ich werde sehr viel die Woche streamen. Ich werde auch morgen Streams machen, wie in alten Zeiten. Richtig reinhauen die Woche. Dass wir vielleicht am Ende eine richtig gute Platzierung haben die Woche, dass die Hater richtig kotzen. Es gibt jeden Abend eine Show. Herr Nick Nando, wieso sollten sich die Hater da darüber aufregen, dass sie Shows machen? Okay, über die Inhalte, ganz klar. Ne? Ich als Kritiker gehe tatsächlich auf die Inhalte ein, die meistens schwierig sind, ne, um es mal ganz salopp zu sagen. Aber ja, ich sag's mal so, mir persönlich ist das, die in der Rangliste sind, vollkommen egal. Ne? Mir ist tatsächlich wichtig, dass sie den Inhalt ändern. Ne? Dass sie persönlich den Inhalt ändern. Dass sie persönlich ihre Ausdrucksweise ändern, dass sie sich persönlich ändern. Das ist mir wichtig. Das nächste wäre dann vielleicht noch, dass sie überlegen, auf was für einer Plattform sie sind. Ne, das ist eine Plattform, die ursprünglich tatsächlich für Kinder gedacht sind, ne, für Kinder und Jugendliche, die sich da auch noch rumtreiben. Ne, sie haben ja bereits heute Morgen bereits ab 6 Uhr, glaube ich, gestreamt, ne, und waren seit 6 Uhr tatsächlich bereits wieder am Betteln. Sorry, das nenne ich ganz einfach so, weil ich kann das anders nicht betiteln. Ne? Das, was sie dort tun, ist halt betteln. Ne? Gib mir Rosen, gib mir Unis, gib mir sonst was. Das kann ich nicht für gut heißen. Ganz simpel und einfach. Ne? Kindern um eine gewisse Uhrzeit ihr Taschengeld aus den Rippen zu leiern. Ne? Oder aber auch Leuten ihr Geld aus den Rippen zu leiern, die sich das eigentlich gar nicht leisten können. Ne? Davon gibt es auch ganz, ganz viele ihrer Zuschauer. Ne? Oder ein gutes Beispiel ist auch
Leuten Geld aus den Rippen zu leiern, die psychisch angeschlagen sind. Ne? Gut ist ja diese BKA-junge Dame, ne? Die jetzt ja mittlerweile im Krankenhaus ist für die nächsten 3 Monate. Der wollten sie ja auch helfen. Ne? Da ist ja nichts gelaufen von ihrer Seite aus, wenn die Leute tatsächlich nichts mehr geben können, ne, dann lassen sie die Leute tatsächlich fallen wie eine heiße Kartoffel. Finde ich nicht gut. Ne? Und das kritisiere ich dann dementsprechend an ihnen. Aber schauen wir doch erstmal weiter, was hier noch so alles Neckisch-Niedliches passiert. Das ganze Ding geht auch nur eine Minute 45. Es ist also nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was gestern Nacht gelaufen ist. Montag und Dienstag ist Single-Show geplant. Mittwoch ist so ein Quäle-den-Nick-Abend geplant, wo man mich quälen kann. Donnerstag und Freitag kommt die Quiz-Show mit den Minispielen wieder zurück. Nick Nando sucht das Superbrain. Sehr, sehr lustig. Ja, vor allen Dingen sehr, sehr lustig, ne, wenn man sich die Kandidaten anschaut, die bisher dort drin waren. Das sind alles Kandidaten, die irgendwo eine gewisse Behinderung haben. Ne? Auch in seinen Single-Shows, ne, sind bis zu 70% der Kandidaten tatsächlich Leute, die nicht so gut drauf sind. Ne? Um es mal harmlos zu sagen. Da sollten sie tatsächlich mal was dran ändern. Samstag machen wir nochmal Single-Show. Und Sonntag gibt es einen Weihnachtsstream. Nando Familia Weihnachtsstream mit Ente-Vorbereitung im Stream. Ente-Zubereitung. Oh, was haben wir da denn? Wer spendet da denn? Ja, hier kommt jetzt eigentlich nur zumindest tontechnisch nichts. Achtet bitte mal drauf, wer hier alles spendet. Ne, vor allen Dingen, wie viel. Das geht auch seinen ganzen Stream lang. Ne, da taucht dann hier plötzlich Birella die Echte auf. Ne, als Supporterin. Aber nicht nur Birella die Echte. Eine halbe Stunde nach. So, Rasselbande soll ich machen, ne? Machen wir jetzt. So, auf geht's. So, Dankeschön. Da kam nochmal was hier. Vielen, vielen Dank. Hier kommt auch noch was. Und zwar ein gewisser Camping Dude spendet hier auch. Die beiden spenden übrigens die ganze Zeit, ne? Fast den ganzen Abend. Ist schon ein Wahnsinn, ne, dass man jetzt tatsächlich versucht, hier wieder ja, ins Gespräch zu kommen. Ne, ob das jetzt für Birella so gut ist, möchte ich tatsächlich bezweifeln. Ne, sie rasselt hier schon wieder in die nächste Kritik rein. Ne, ganz, ganz viele Leute kritisieren Nick Nando. Ob das jetzt so gut für Birella ist, dass sie jetzt hier tatsächlich einen auf Supporter macht oder auch Camping Dude einen hier auf Supporter macht. Schwierig. Birella die Echte. Birella die Echte. Okay, danke schön. Ich und meine Rasselbande hängen nachts im Park ab. Camping, danke. So. Ja, das war auch das spannendste Teil hier tatsächlich an dem. An der ganzen Sache hier. Sollte es etwas Neues geben, werde ich euch natürlich auf den Laufenden halten. Das, was gestern noch gelaufen ist, war wohl, wie jeder mitgekriegt hat, der sich ein bisschen hier mit neben Nick Nando und seiner Rasselbande auseinandersetzt, dass Sammy wohl gestern eine junge Dame in seinem Stream hatte. Und dort hat diese junge Dame wohl ganz wirre Sachen erzählt. Eigentlich nicht wirre Sachen, sondern sehr schwierige Sachen erzählt, über Hanno. Dazu werde ich mich momentan nicht äußern, auch wenn ganz, ganz viele Leute mittlerweile sagen, Mensch, Streamkeks, äußere dich doch bitte mal dazu. Das werde ich nicht tun. Ich werde mich dazu erst wieder äußern oder erst äußern, wenn die ganze Sache quasi abgeschlossen ist. Dadurch, dass dieser
Hanno eben heute mit Nick Nando und Co. KG, ne, also dieser ganzen Nando-Rasselbande, bei der Polizei gewesen ist, wenn er zur Polizei geht. Was dabei rauskommt, ich halte euch auf dem Laufenden, aber ansonsten sage ich dazu erstmal nichts. Da werde ich mich also zurückhalten. Gut, so viel also wieder von den Keksnachrichten. Wir sehen uns allerspätestens morgen wieder. Ne, bis dahin bleibt mir gewogen, euer kleiner Streamkeks. Ciao, ciao.